Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dozo mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir haben das letzte Mal hier in Weißlauf ein Amulett besorgt und... Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, danke vielmals. Echt nett von dir. Schauen wir gleich mal nach. Dämmerstern. Besuche das Museum von Dämmerstern. Nun gut. Das werden wir jetzt nicht machen. Wir sind ja noch bei den Gefährten. Da müssen wir noch Arbeit annehmen. Aber vorerst können wir mit dir reden. Nein, tut mir leid. Nichts. Nichts, okay. Ja, gut so. Wir verstauen unser Gerümpel zuerst einmal. Und im Haus, in unserem Haus, in unserem schönen Haus, Briesenheim. Und... ja. Und wir sehen uns wieder bei den Gefährten, okay? Nun gut, gleich. Und schon sind wir bei Aela, der Jägerin, und ich suche da noch Arbeit. Aber die haben wir auch noch nicht gefragt. Es bedeutet zum einen, mehr untätig in Weißlauf herumzuhängen, als mir lieb ist. Aber wenn es ans Eingemachte geht, gibt es niemanden in Himmelsrand, den ich lieber an meiner Seite hätte. Es bedeutet, jeden Morgen zu wissen, dass man sterben könnte. Und sein Leben lang um jeden Atem zu kämpfen zu müssen. Ich weiß nicht, wie diese bequemen Fürsten jeden Tag aus dem Bett kommen. Warum sich überhaupt die Mühe machen, wenn man ohnehin nicht lebt? Okay. Immer noch hoch motiviert. Sehr gut. Vielleicht behält Skjör ja recht, was euch angeht. Er hat etwas Besonderes für euch geplant. Ihr solltet besser mit ihm reden. Begonnen die silberne Hand. Aha. Sprich mit Skjör. Und wo ist jetzt der? Gleich einmal nachgeschaut. Verschiedenes Pipapo. Die silberne Hand da oben sind wir. Und den aktivieren wir. Das tun wir weg. Und? Aktiviert. Gut. Da müssten wir eine Marke haben. Ah, da ist er ja schon. Guten Morgen. Ah, da seid ihr ja. Ja, hier bin ich. Ihr wolltet mich sehen? Ja. Für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Wo finde ich diese Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelsschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Nun gut. Also gut. Gehe ich jetzt mit dir? Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute okay. Noch. Na gut. Wenn du das sagst. Heute Abend bis spätestens. Es ist 8:45 in der Früh. Wir haben uns nämlich da ein wenig ausgeruht. Hurra. Wie machen wir das? Ja, wir sehen uns dann am Abend wieder. Ja. Wir springen gleich. Überspringen das Ganze. Nicht jetzt. Gut so. So Leute, es ist jetzt 6.12 Uhr und ich denke mal, das wird hier der Eingang sein. Und da kommt schon unser Freund daher. Jetzt frage ich mich, ist nicht jetzt. Tiefenschmiede, heute Nacht. Tiefenschmiede heute Nacht. Okay, dann warten wir hier. 2 Stunden? Nicht jetzt. Tiefenschmiede heute Nacht. Okay. 8 Uhr abends, ja. Und jetzt? Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute Nacht. Seid ihr bereit? Ja, jetzt sind wir bereit, ja.
Was ist das hier für ein Ort? Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Jorvaskr ist das älteste Gebäude in Weißlauf. Die Himmelsschmiede war schon lange vor ihm hier. Und die Tiefenschmiede nutzt uralte Magie, die älter als Menschen oder Elfen ist. Wir bringen euch hierher, um euch stärker zu machen, Jungblut. Dann mal los. Abgeschlossen trifft dich bei Nacht mit Skior und betritt die Tiefenschmiede. Aber vorerst, Leute, kurz einmal speichern. Weil ich weiß nicht, ob unser Elf das jetzt übersteht. Tiefenschmiede, ja, klingt ja gut. Gut, dass ihr da seid. Es ist lange her, dass wir ein Herz wie das eure in unseren Reihen hatten. Seht euch das Diese an. Diese klägliche Zeremonie hinter der Halle wird Kriegern wie uns nicht gerecht. Ihr verdient mehr Ehre als ein paar Hochrufe und ein Fest. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Ja, schaut euch das an. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Und wenn ich kein Werwolf sein möchte, wir sind bereit. Nun denn. Was ist denn jetzt los? Ja, Brüder im Blute. Abgeschlossen, betritt die Tiefenschnitte, nimm am Blutritual teil. Und das werden wir jetzt benutzen. Okay. Dann tun wir das. Und? Bestiengestalt hinzugefügt. Ah. Ja, cool, Leute. Kann ich da springen? Aber nicht wild unbedingt. Mein Begleiter ist abgerissen. Ja, und was mache ich jetzt da? Schauen wir mal nach. Nimm am Blutritual teil. Ja, was heißt denn das jetzt für uns? Gibt es da einen Marker? Und? Feendal hat jetzt voll die Panik bekommen. Das war mir doch schon so klar, dass der verschwindet. Hier drüben. Ja? Seid ihr wach? Aber ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Skior ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Abgeschlossen, sprich mit Ayela, töte die Werwolfjäger. Was ist gerade passiert? Ihr wurdet als Teil des Rudels neu geboren, Schwester. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten.
Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Bin ich jetzt ein Werwolf? Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr es tut. Es gibt Feiglinge in diesem Land, die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Nichts, bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller. Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Gibt es ein Heilmittel? Heilmittel? Ihr hört euch an wie der Alte. Ich sollte sowas nicht sagen. Ich liebe Kotlak. Ich respektiere ihn und folge ihm. Aber in diesem Punkt hat er Unrecht. Das ist kein Fluch. Wir sind die mächtigsten Jäger im gesamten Land. Wenn er sich wegen seinem metschlürfenden Leben nach dem Tod Sorgen machen will, dann ist das seine Sache. Ich genieße lieber den Ruhm der Jagd. Und wohin gehen wir? Die Silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute. Nun gut, jetzt sind wir ein Werwolf. Hurra. Bis zum nächsten Mal. Und wo sind meine Sachen, Dirndl? Das Blut ruft, Schwester. Okay. Dann gehe ich mal. Ja, wir sammeln da. Dann bitten wir die Schweinehunde mal zur Kasse. Bis zum nächsten. Wir schauen mal, tötet die Werwolfjäger. Ja, gut. Mal. Ah, wir sind da schon hier. Was haben wir? Wir können da nicht nackt herumlaufen. Ah, wir müssen uns da wieder anziehen. Okidoki, Leute, das war ja was. So. Und die Zwergenstiefel. Und das Amulett von Talos. Haben wir alles? Ja, ich hoffe doch, ja. Und die Waffen schauen wir auch noch gleich nach, bevor da einiges im Argen liegt. Und wir machen hier natürlich einen Schnitt. Wir sind jetzt ein Werwolf geworden. Ja. Und als nächstes räumen wir da oben, glaube ich, ja, diese Festung aus. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, wenn ja, macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Aiela, die Jägerin, und ich verabschieden uns jetzt. Dosita hat sich wieder angezogen, und das ist auch recht so. Schönen Abend euch, ciao.